Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Sprecher des von der DFG eingerichteten Gremiums Ombudsmann für die Wissenschaft darf ich Sie sehr herzlich in Berlin zu unserem Symposium 20 Jahre Research Integrity in Deutschland, was hat sich verändert, wie geht es weiter, begrüßen. Es ist schön, dass Sie trotz der Aufgaben und Pflichten, die es sonst noch so gibt, sich entschieden haben, an diesen zwei Tagen mit anderen Ombudsleuten über dieses facettenreiche und immer wieder auch schwierige Thema nachzudenken, sich auszutauschen und Erfahrungen weiterzugeben. Der eine oder die andere von Ihnen wird sich vielleicht fragen, was es mit dem Titel unseres Symposiums auf sich hat. Wenn wir heute über 20 Jahre Research Integrity sprechen, heißt das natürlich nicht, dass vorher über Integrität und Redlichkeit in der Wissenschaft nicht nachgedacht worden wäre. Aber das bewusste Nachdenken über die Prinzipien und Standards integren Verhaltens in der Wissenschaft hat in Deutschland erst vor gut 20 Jahren begonnen. Ende 1997 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre Denkschrift zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vorgelegt, als Reaktion auf einen schweren Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Bereich der Krebsforschung. Diese Denkschrift, und das ist unser Bezug, 20 Jahre, diese Denkschrift hat dann 1998 die Gremien der DFG beschäftigt und 1999 zur Einsetzung des Gremiums Ombudsmann für die Wissenschaft geführt, das seitdem zusammen mit Ihnen, den Ombudsleuten, an den Universitäten und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Bereich der guten wissenschaftlichen Praxis berät, vermittelt und schlichtet. 1998 war auch das Jahr, das in anderen Wissenschaftsorganisationen wie der Hochschulrektorinnen- und Rektorenkonferenz zu ersten Direktiven führte, wie die Empfehlungen der DFG an den Universitäten umzusetzen seien. Für die Umsetzung der DFG-Empfehlung ist das Jahr 1998 ein wichtiges Jahr, weil hier die Weichen gestellt wurden, Research Integrity in Deutschland, wissenschaftlicher Integrität, ein Gesicht zu geben. Das ist 20 Jahre her und die Frage drängt sich auf, was erreicht wurde und wie es weitergeht. Wir wollen an diesen beiden Tagen uns beschäftigen mit zahlreichen Themen der guten wissenschaftlichen Praxis, der wissenschaftlichen Integrität. Zum Beispiel, wieso ist das eine Leitungsaufgabe? Welche internationalen Erfahrungen gibt es? Wieso betrifft das Thema besonders den wissenschaftlichen Nachwuchs? Und gibt es vielleicht neue Gesichtspunkte bei scheinbar altbekannten Fragen, etwa bei der Autorschaft oder beim Umgang mit Forschungsdaten? Eine Podiumsdiskussion wird den heutigen ersten Tag unseres Symposiums beschließen und den Fokus auf die aktuellen Herausforderungen richten. Am morgigen, dem zweiten Tag unseres Symposiums, wird Zeit sein für den Austausch über Ihre Erfahrungen aus der Ombudsarbeit. Workshops zu aktuellen Fragestellungen schließen sich an. Das heißt, morgen wird Gelegenheit sein, die Themen zu vertiefen, die wir heute schon in den Blick genommen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft, wir nennen es intern immer das Ombudsgremium, besteht aus 4 Mitgliedern, 2 Kolleginnen und 2 Kollegen. Und wir werden Sie durch den Tag heute und den Tag morgen begleiten. Nur als Klammerbemerkung, im Hintergrund wirkt noch eine großartige Geschäftsstelle, aber den Dank, der gar nicht groß genug sein kann, den hebe ich mir für die abschließenden Worte morgen Mittag auf. Damit Sie wissen, wer dieses Gremium ist, wollen wir uns kurz vorstellen und ich würde vielleicht Daniela Mendel zunächst bitten, dass sie nach vorne kommt und dann euch nacheinander, dass ihr euch vorstellen könnt. Mein Name ist Daniela Mennel, ich komme von der Universität Regensburg und bin seit knapp einem Jahr Mitglied im Ombudsgremium hier. Mein Hintergrund ist Immunologie in der medizinischen Fakultät und bin eher so für die naturwissenschaftlichen Fragen, die aufkommen, zuständig. Ja, mein Name ist Renate Scheibe, ich komme von der Universität Osnabrück und vertrete dort die Pflanzenphysiologie. Ich arbeite in diesem Bereich, sagen wir mal, über das ganze Spektrum vom molekular
biologischen bis genetischen hin zum ökologischen Fragestellungen, also dann auch die Problematik mit Datensätzen und so weiter und dann auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich die Problematik, die eben dort auch mit Fälschungen dann zu tun hat. Und ich bin seit etwas mehr als einem Jahr Mitglied im Gremium und denke, das ist eine große Herausforderung, hier arbeiten zu können. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Joachim Heberle. Ich habe vermeintlich den kürzesten Anfahrtsweg hier. Ich komme von der Freien Universität Berlin vom Fachbereich Physik und bin dort Biophysiker. Mein Hintergrund ist Physik und Chemie mit einem Blick in die Biologie. Ich bin auch, wenn ich das so sagen darf, der Dienstälteste in diesem Gremium und freue mich umso mehr, weil ich das letzte Symposium noch mitgemacht habe, so viele bekannte und freundliche Gesichter begrüßen zu dürfen und auch ehemalige Mitglieder dieses Gremiums, die immer wieder hierher kommen. Und das ist, es ist auch ein Sammlungspunkt ein Stück weit hier. Ich bin seit fast 4 Jahren jetzt Mitglied dieses Gremiums. Der Senat der DFG hat mich auch bestellt für eine weitere Periode. Das heißt, Sie werden unsere Gesichter noch häufiger hier sehen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Und ich bin sozusagen der unvermeidliche Jurist in jedem Gremium. Ich habe einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, also Verfassungs- und Verwaltungsrecht, an der Universität Bayreuth mit einem Schwerpunkt im Gesundheitsrecht. Ja, meine Damen und Herren, ich darf zunächst begrüßen zu einem Grußwort, was uns sehr freut, Herrn Dr. Kalm von der DFG. Die DFG veranstaltet das Symposium dankenswerterweise zusammen mit uns. Herr Dr. von Kalm leitet die Abteilung fachübergreifende Querschnittsangelegenheiten, die auch das Thema wissenschaftliche Integrität sozusagen unter ihren Fittichen hat. Und ich freue mich, dass Herr von Kalm jetzt ein Grußwort an uns richten wird. Ja, lieber Herr Rixen, erst einmal herzlichen Dank für die freundliche Überleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen ein herzliches Willkommen hier. Und dieses Willkommen möchte ich Ihnen auch im Namen von Frau Zwonik, die ja heute Abend noch bei uns sein wird, und Herrn Strohschneider übermitteln. Es ist ja schon inzwischen eine, ich will mal sagen, gute Tradition, dass die DFG und das Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft in regelmäßigen Abständen ein solches Symposium ausrichtet. Und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie unserer Einladung hier nach Berlin gefolgt sind. Diejenigen, die gestern aus dem Rheinland anreisen durften, hatten ja eine etwas längere Anreise. Der eine oder andere wird das vielleicht wahrgenommen haben. Die Deutsche Bahn hatte eine besondere Rundreise nochmal durch Brandenburg auch im Programm. Die Veranstaltungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Mischung aus Impulsen, die von einzelnen Vorträgen und auch der Plenardiskussion ausgehen, und dem freien Raum zum Austausch recht wirksam war, um spezifische Probleme im Zusammenhang mit guter wissenschaftlicher Praxis einmal etwas besser und intensiver auszuleuchten, aber auch dem Vernetzungsgedanken Rechnung zu tragen und einen Austausch über scheinbare, möchte ich mal sagen, Alltagsprobleme zu ermöglichen, das Erfahrungswissen zu teilen und auf dieser Weise weiter voranzukommen. Ich möchte mit meiner Begrüßung dem auch gar nicht im Weg stehen, nur bei 20 Jahren Research Integrity, glaube ich, lohnt es sich einmal einen ganz kleinen, auch kompakten Blick zurück noch einmal zu werfen und sich zu vergewissern, was so der Startpunkt war. Herr Rixen, Sie hatte schon angedeutet, das Duo Brach-Hermann hatte 1997 die Wissenschaftswelt, man kann schon sagen, einigermaßen erschüttert, und auch die DFG stand damals tatsächlich
tatsächlich für wenige Momente in einer Schockstarre. Ich kann das aus eigenem Erleben berichten. Das waren so gerade meine ersten Wochen in der Geschäftsstelle der DFG, als ich angefangen hatte und der damalige Präsident, Herr Frühwald, den ich bis dahin als einen sehr ausgeglichenen Menschen kennengelernt hatte, war schlicht fassungslos, zornig, enttäuscht, Wesenszüge, die ich an ihm so gar nicht wahrgenommen hatte bislang. Feststand, es sollte alles getan werden, dass sich so etwas nie wiederholen würde. Und das, was zu tun war, das sollte wie ein Weckruf durch die Wissenschaft gehen. Es sollte etwas getan werden, das Konsequenzen aufzeigen würde, Konsequenzen für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und ein unmittelbarer Handlungsdruck ausgelöst werden, damit der Weckruf nicht verheilt und niemand nicht allzu schnell wieder zur Tagesordnung übergeht. So wurde jene Kommission eingesetzt, die die Denkschrift zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis erarbeitet hat, mit dem Ziel, zunächst einmal die Ursachen von Unredlichkeiten im Wissenschaftssystem aufzudecken, präventive Gegenmaßnahmen zu diskutieren, aber auch die existierenden Mechanismen wissenschaftlicher Selbstkontrolle zu überprüfen und Empfehlungen zu ihrer Sicherung zu geben. Herausgekommen sind die Ihnen bekannten Empfehlungen, die die Idee umsetzen, einerseits die GWP-Regeln zu formulieren, damit überhaupt erstmal klar ist, was die Standards sind, die die Basis für jedwedes wissenschaftliches Arbeiten sind. Und dann galt es, diese in die Fläche zu bringen. Wissenschaft findet in Deutschland, ja auch nicht nur in Deutschland natürlich, nicht nur in den Hochschulen statt, sondern eigentlich überall, wo wissenschaftlich gearbeitet wird. Und überall dort galt es, diese Standards nun wirksam zu etablieren. Und wie schafft man es, das in die Fläche zu bringen? Das geht auch in der Wissenschaftswelt gelegentlich nur mit ein wenig Druck. Und so richten sich die Empfehlungen in einem und auch nicht ganz unwichtigen Punkt zunächst mal an die DFG, indem die DFG so lange kein Geld auszahlen sollen dürfe, bis alle die entsprechenden Regeln umgesetzt haben. Und das war etwas, was in der DFG-Welt einmalig war. Das hat es so bislang noch nicht gegeben. Und aber ich will mal sagen, der Erfolg, da kann ich mich noch dran erinnern, dessen war man sich ziemlich sicher, weil welche Universität und Forschungseinrichtung hätte sich getraut, dieses nicht umzusetzen? Und die DFG hat dann auch eigene Verfahren etabliert, in denen die DFG dann Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens nachgeht, wenn es einen sogenannten DFG-Bezug gibt. Nur dann, aber dann auch mit Nachdruck. Und schließlich wurde der Ombudsmann für die Wissenschaft, damals noch unter etwas anderen Namen, als neutrale, aber von der DFG finanzierte, unabhängige Institution geschaffen. Dann wird es, sagen, zweigleisig. Zweigleisig geht Sie, die vor Ort gewissermaßen das Gesicht der guten wissenschaftlichen Praxis sind, mit einem, man könnte fast sagen, doppelten Netz ausgestattet für die Konstellationen, in denen es gute oder gefühlt gute Gründe geben mag, dass man sich nicht an das lokale Ombudsgremium wendet. Die Empfehlungen sind nun, sagen wir mal, auch vom Wording ein bisschen nach 20 Jahren etwas in die Jahre gekommen. Deswegen planen wir dieses Jahr da ein kleines, ich will mal sagen, Update vorzunehmen in einzelnen Punkten. Der Grundgedanke wird aber natürlich bleiben, der basiert auf einerseits Prävention und andererseits Repression. Und auch hier gilt natürlich, je besser die Prävention, je weniger Fälle nachher, bei denen repressive Maßnahmen erforderlich sind. Das ist eine Sicht und Denkweise, die es natürlich nicht nur so in Deutschland gibt, sondern wenn man sich die internationalen Entwicklungen ansieht, ist das ein Gedanke, der dort gleichermaßen so Fuß greift. Und ich will auch gar nicht den breiten Fächer jetzt, das würde es sprengen, das wäre etwas, was man ja in den nächsten beiden Tagen vielleicht auch Gelegenheit hat, einmal die internationale Perspektive aufzumachen. Nur ein Punkt möchte ich hier erwähnen, weil der mir typisch zu sein scheint. Es ging durch die Medien eine Nachricht vor ganz kurzer Zeit, dass die NIH nur noch solche klinischen Studien fördern, wenn die Teilnehmer nachweislich dokumentieren können, dass sie zuvor an einem Grundlagenkurs zu guter wissenschaftlicher Praxis teilgenommen haben. Das sind doch Präventionsmaßnahmen, von denen man sagen würde, dass die möglicherweise vielleicht erfolgversprechend sein könnten.
Also nochmal der nächste Punkt. Wie bringt man es in die Fläche, indem man es in der Fläche verbindlich macht, aber natürlich auch, indem man in der Fläche Gremien schafft, Gesichter schafft, die unmittelbar helfen, die unmittelbar zur Verfügung stehen. Und das sind, wenn ich das so sagen darf, Sie, meine verehrten Damen und Herren. Denn Sie sind nicht nur das Gesicht, Sie sind diejenigen, die quasi rund um die Uhr präsent sind, Sie sind diejenigen, die sofort helfen und Sie sind das Rückgrat der guten wissenschaftlichen Praxis. Dafür auch schon einmal vielen Dank. Und wir sind ja nun auch mit Frau Hüttemann und Frau Landwehr von der Geschäftsstelle hier die nächsten beiden Tage da. Und wenn es etwas gibt, wo Sie sagen, da könnte die DFG vielleicht das ein oder andere noch hilfreich dazu tun, dann wären wir da für einen kleinen Hinweis dankbar. Das, was ich schon einmal ankündigen kann, ist, wenn wir die Mitgliederversammlung, die im Juli sein wird, hinter uns gut gebracht haben mit allem, was dazugehört, war die Idee, dass wir zu den wichtigsten Kernaussagen vielleicht mal einen Foliensatz machen, den man verwenden kann, wenn Sie Präsentationen halten, das vorstellen. Also das sind so kleine technische Punkte, die sicherlich nicht bahnbrechend sein werden, aber die Idee wäre oder die Bitte, wenn es Punkte gibt, wo wir Ihnen helfen können, dann lassen Sie uns das doch wissen. Aber ich deutete es schon an, es braucht also, um es in der Fläche wirksam zu machen, eine gewisse Zweigleisigkeit. Und das zweite Gleis ist das Gremium Ombudsmann für die DFG. Sie, die wichtigen Ombudsleute, die hier sagen, im Hintergrund, in Anführungszeichen, im Hintergrund dieses Systems stehen und für die übergeordneten Fragestellungen da sind, aber auch, wenn es im Einzelfall, wie ich es eben andeutete, nötig ist, dass man sich vielleicht Hilfe versichert, die nicht lokal ist. Erlauben Sie mir daher, Ihnen, lieber Herr Rixen, aber auch Ihren Mitstreitern, auch Ihnen ganz herzlich zu danken und Ihrer Geschäftsstelle, dass dieses so hier möglich ist, dass wir auch hier wieder die Gelegenheit haben, zum Austausch zu kommen. Und dann wünsche ich uns allen fruchtbare zwei Tage. Herzlichen Dank. Ja, Ich darf überleiten zu unserem zweiten Grußwort. Wir sind sehr dankbar, dass auch der Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz heute hier ist, Herr Dr. Gaul. Die HRK, ich habe das zum Einstieg schon gesagt, hat ja 1998 einen ersten wichtigen Schritt getan zur Umsetzung der DFG-Empfehlungen. Die HRK hat ihrerseits Empfehlungen zum Umgang mit wissenschaftlichem Verhalten in den Hochschulen vorgelegt. Und diese Empfehlungen enthalten unter anderem auch wichtige Definitionen wissenschaftlichen Fehlverhaltens, die nach meinem Eindruck nahezu alle Universitäten insbesondere in ihren Richtlinien oder Satzungen auch rezipiert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Empfehlungen der HRK diese Empfehlungen vielleicht zu den am besten umgesetzten Empfehlungen der HRK gehören, die sie vorgelegt hat. Wir freuen uns daher, Herr Dr. Gaul, auf Ihr Grußwort. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Überleitung, sehr geehrter lieber Herr Professor Rixen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass ich auch im Namen unseres Präsidenten, Herrn Professor Hippler, diese kleine Reihe an Grußworten hier noch abrunden darf. Grundsätzlich finde ich, ist es trotz aller schwierigen Herausforderungen, die ja damit dann auch immer verbunden sind, gut zu sehen, dass sich die gute wissenschaftliche Praxis, wenn man so will, ihren Platz auch und ihren Stellenwert auf der Agenda im gewissen Sinne zurückerobert hat, auch auf der Agenda der Hochschulleitungen, die auch völlig unabhängig von Einzelfällen das kontinuierlich in einem weiteren Sinne als Thema haben. Lassen Sie mich das mal kurz einordnen. Im Grunde sind die Fragestellungen der guten wissenschaftlichen Praxis für die Hochschulen Teil einer übergreifenden Überlegung und die nennen Sie im Grunde Reflexion über Qualität in der Wissenschaft. Diese Reflexion ist nötig, fraglos, denn die Wissenschaft an den Hochschulen in Deutschland ist ja eingebettet in die Gesellschaft und von deren Veränderungsprozessen dann auch ganz unmittelbar betroffen. Also neben der guten wissenschaftlichen Praxis im eigentlichen Sinn müssen sich die Hochschulen etwa für die Vermittlung und Entwicklung der ethischen Grundlagen der Forschung engagieren, sich der Diskussion um das richtige Maß an Transparenz in der Kooperation etwa von Wissenschaft und Wirtschaft stellen und sich vor allem für Prinzipien und Verfahren einsetzen, die gerade am Anfang der Forscherkarriere, bei der Promotion, die entsprechenden Standards setzen. Das ist ein großer Komplex aus Sicht der Hochschulen und Hochschulleitungen.
Und wir sehen diese Auseinandersetzungen im Grunde als vital an für die Integrität und auch damit für die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft. Nehmen wir mal ein paar Beispiele aus diesem eben skizzierten Gesamtkomplex. Die Mitgliederversammlung der HAK hat sich jüngst in einem Beschluss mit der Qualitätssicherung der Promotion mit externem Arbeitsvertrag befasst. Was ist damit gemeint? Gemeint sind Fälle, bei denen die Doktorandin oder der Doktorand einen Arbeitsvertrag bei einer externen Einrichtung, einem Unternehmen, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung hat, der mit dem Promotionsprojekt in Verbindung steht. Ein häufiges Beispiel, und das war sozusagen auch der Punkt, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, sind Promovierende in Ingenieurwissenschaften, die in der Industrie beschäftigt sind und dort Forschung betreiben, die für das jeweilige Unternehmen unmittelbar relevant ist. Das ist im Prinzip eine sehr gute und eine Sache und eine Erfolgsgeschichte. Es darf aber, das hat die Mitgliederversammlung der HAK ganz klar gesagt, nicht sein, dass die alleinige Zuständigkeit der Universität oder promotionsberechtigten Hochschule für die Promotion in solchen Konstellationen verwischt wird. Nur die Hochschule kann über die wissenschaftliche Qualität urteilen, und in dieser Hinsicht gab es und gibt es auch gelegentlich Anlass zur Sorge. Einzelne Unternehmen werben mit eigenen sogenannten Promotionsprogrammen. Da gehen Sie auf die Homepage und sehen dann, promovieren bei, ja, nehmen Sie irgendein DAX-Unternehmen, Sie können das selbst jetzt einsetzen, den Namen, ohne die Rolle der Hochschulen dabei hinreichend klar zu benennen. Themen werden dann ohne Absprache mit hochschulischen Betreuern oder Betreuerinnen festgelegt, die Nachprüfbarkeit von Daten und die Publikation von Ergebnissen werden durch Geheimhaltungsauflagen erschwert. Mit dem Beschluss hat die HAK deutlich gemacht, wie die Qualitätssicherung bei Promotionen mit externem Vertrag gestaltet werden kann. Dabei werden die Rechte und Pflichten der promotionsberechtigten Hochschulen, ihrer Fakultäten und Professorinnen und Professoren aufgezeigt, die dann auch von den externen Partnern berücksichtigt werden müssen. Wir sind mit diesen Partnern aus der Wirtschaft in einem konstruktiven Gespräch, weil natürlich beide Seiten ein massives Interesse daran haben, dass die Qualität und die Leistungsfähigkeit hier an diesen Punkten gewahrt wird. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Promotion, fachspezifisch, und das spielt ja auch eine große Rolle hier und wird auch in der Tagung eine große Rolle spielen. Fachspezifisch hat die HRK für die Promotion in der Medizin Eckpunkte formuliert. Diese Eckpunkte sollen die Einhaltung der allgemeinen Qualitätsstandards für Dissertationen sicherstellen, dabei aber die Besonderheiten der medizinischen Fächer berücksichtigen. Sie wissen alle, dass das, ja, eine Herkulesaufgabe ist, wenn man es so will. Die Empfehlung ist Teil der intensiven Befassung der HAK mit der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den letzten Jahren und schließt an die allgemeinen Empfehlungen zur Qualitätssicherung in Promotionsverfahren an. Die HAK empfiehlt für die Dissertation in der Medizin, dass sie, wie in anderen Fächern selbstverständlich, erst nach Abschluss des Studiums verfasst wird, denn nur so sind Vorwissen, Methodenkenntnis und Zeit vorhanden, um eine eigenständige Forschungsarbeit zu erstellen. Das ist ja, das muss man immer wieder mit Blick auf die europäische Diskussion auch betonen, der Kern der Dissertation zu verfassen, die eben auch wissenschaftlichen Standards genügt und zu einem substanziellen Erkenntnisgewinn beiträgt. Damit soll eben sichergestellt werden, dass die medizinische Promotion im Ausland und auch auf der europäischen Ebene, ich nenne nur das Stichwort Antragstellungsmöglichkeiten beim European Research Council, entsprechend berücksichtigt und uneingeschränkt als Forschungsleistung auch wieder anerkannt wird. Die HAK-Mitgliederversammlung hat sich außerdem für eine stärkere Strukturierung der Promotionsphase in der Medizin hier ausgesprochen. Unsere Vizepräsidentin für Hochschulmedizin, Frau Professor Weber, wird ja im Laufe der Tagung auch noch auf diese Fragen eingehen. Für die Stärkung der institutionellen Qualitätssicherung, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss, hat der Senat der HAK beschlossen, für jede Landesrektorenkonferenz aus dem Kreis ihrer jeweiligen Ombudspersonen eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner zu benennen. Einige von Ihnen sind auch hier. Diese Personen sollen nach dem Willen des Senats über die Geschäftsstelle der HAK unterstützt und noch besser vernetzt werden, um einen regelmäßigen Austausch und Informationsfluss zu den Fragen guter wissenschaftlicher Praxis an Hochschulen auch länderübergreifend zu gewinnen. Der Senat möchte dadurch die gute wissenschaftliche Praxis an den Hochschulen weiter stärken und nimmt damit auch Anregungen aus den Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität des Wissenschaftsrats vom Frühjahr 2015 auf. Darin wurde das Anliegen verfolgt, die übergreifende Kultur wissenschaftlicher Integrität als Gemeinschaftsaufgabe und Selbstverpflichtung der Wissenschaftsgemeinschaft zu fördern. Die Veränderungs- und Handlungsprozesse sind also angestoßen, weisen in die Zukunft.
Ich meine, dass alle Akteure des Wissenschaftssystems aufgefordert sind, ihre Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren, denn nur so können wir Research Integrity, gute wissenschaftliche Praxis, auch weiterhin gewährleisten. Ich wünsche uns und Ihnen eine gute, erfolgreiche, inspirierende Tagung. Schließen möchte ich mit einem großen Dank an das Gremium Ombudsmann und an Sie alle und Ihre Arbeit vor Ort, denn ohne Sie kann Wissenschaft jetzt und in Zukunft nicht funktionieren. Ich danke Ihnen sehr. Ja, herzlichen Dank für diesen Rahmen, auch in dem Sie beide nochmal das Thema eingeordnet haben. Ganz wichtig, und damit sind wir schon bei sozusagen dem ersten Themenblock, der uns jetzt noch beschäftigen soll, ist natürlich die Frage, wie wird auch aus Sicht der Leitung von Forschungseinrichtungen, von Universitäten und anderen Einrichtungen, wie wird das Thema umgesetzt? Die Durchsetzung wissenschaftlicher Integrität als Leitungsaufgabe soll uns in den beiden Eröffnungsvorträgen nun beschäftigen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir zwei Persönlichkeiten haben gewinnen können, die uns zu diesem Thema viel zu sagen haben. Vielleicht vorweg, am Ende eines jeden Vortrags gibt es etwa 5 Minuten, je nachdem, Zeit auch für direkte Rückfragen und Anmerkungen. Und dann werden wir nach dem ersten Vortrag dann den zweiten folgen lassen. Zunächst wird Frau Professorin Erika Kothe zu uns sprechen. Sie stammt von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Frau Kollegin Kothe ist von Hause aus Biologin und in Jena Professorin für mikrobielle Kommunikation. Sie bringt reiche Erfahrungen als Prorektorin für wissenschaftlichen Nachwuchs und Gleichstellung mit. Sie bringt aber auch reiche Erfahrungen mit als wissenschaftliche Direktorin der Graduiertenakademie in Jena. Frau Kothe, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.